Auf den ersten Blick ist der Showdown zwischen Fulham und Middlesbrough vielleicht nicht ganz so interessant. Das Spiel startet am Mittwochabend um 20.45 Uhr. Daher hast du für die SBC auch noch Zeit bis Mittwoch 19 Uhr. Du musst den 81er-Team und den 83er-Team abgeben, also relativ wenig, das kostet umgerechnet 20.000. Als Favoriten sehen wir hier Fulham, die sind in der Liga auf Platz 1, Middlesbrough nur auf Platz 5. Und genau deshalb würden wir euch raten, Carvalho mitzunehmen. Den schauen wir uns jetzt auch noch kurz genauer an, auf Tavernier gehen wir nicht weiter ein. Carvalho hat leider nur 3 Sterne Skills, dafür 4 Sterne Weakfoot und die Arbeitsraten Mittel. Die Ingame-Sets sehen richtig stark aus, vor allem besser als die normale Karte zeigt. Gerade beim Abschluss ist er richtig gut, die Schusskraft ist nicht ganz so stark. Dann ist er beim Passen auch richtig stark, vor allem was Übersicht und kurzer Pass angeht. Wirklich besonders ist bei ihm noch, dass er 99 Beweglichkeit und 99 Balance hat. Dazu stimmt auch die Ausdauer bei ihm. Mit einem Maestro kann man ihn richtig nice pushen, gerade die Schusskraft geht hier hoch, einzelne Passwerte und der Reaktionswert beim Dribbeln vor allem. Carvalho kann sich ja auch noch weiter upgraden und gerade mit dem Plus 2 Upgrade sähe die Karte dann richtig stark aus. Er hat sogar einen Perfect Link zu Cavallero, dann auch noch ein paar Strong Links, zum Beispiel zu Wilson Headliner und über die Nation kann man Carvalho natürlich auch top verlinken. Wenn dir unsere kurzen Videos gefallen und du noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt mal gerne nach. Über 60% der aktiven Zuschauer haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Das würde uns aber sehr freuen. Rein von den Sets ist Smith Rowe Future Star sehr ähnlich, für über 400.000. Gerade mit dem Upgrade kommt Carvalho hier an die Werte ran. Dann gibt es aus Portugal Gonçalo Ramos für 30.000 und vom gleichen Verein Wilson Headliner für 35.000. Der ist halt teurer als die PC und nicht ganz so stark. Wie man vielleicht schon raushören könnte, würden wir euch raten, den Carvalho mitzunehmen. Die Karte hat nice Werte, gerade was die Ingame-Sets angeht. Dazu hat er richtig gute Chancen auf das Upgrade und man muss hier relativ wenig abgeben. Was ist deine Meinung zu dieser Showdown-SBC? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.